Ganze nochmal. Na gut. Wieder da rein. Und wo? Ah, da kommt er raus. Alles klar. Das ist mir zuerst entgangen. Da schon wieder wo rein. Jetzt dieser komische Z-Type da. Something? So. Der lebt doch immer, das gibt's doch nicht. Wahnsinn. So, was mache ich jetzt mit der Schüssel? Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick away? Wow, das ganz schön träge, die Karre. Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. Come on, why not? It's about time I settled down.
Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. Okay, jetzt haben wir die Karre da. Und bringen die jetzt zum Dave. Und wenn ihr das richtig verstanden habt, ist der irgendwo am Flughafen. Na dann ab zum Flughafen. Ich probiere die jetzt einmal relativ unbeschadet zu bringen. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Möchtegern-Unterfangen. Das wird mir so leicht nicht gelingen. Spätestens da wird mir jetzt genau einer vor die Nase fahren, sprich vor die Karre. Ah, scheiße. Okay. Ja, noch schaut's gut aus. Ah, jetzt kommen wir schon zum Flughafen. Sehr gut. Bleibst du da drinnen? Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Devin heißt der, nicht Dave. Wieso sage ich gleich dauernd Dave zu dem Typen? Devin heißt der. Naja. Da sehen sie schon. Oh, there she is. Well, you know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this. Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah. Just take any car and go. Any car. Weil wir wenigstens gescheitert da rumstehen würden. Naja. Besser als nix. Schleichen wir uns wieder. So, okay. Bestanden. Nicht ein Kratzer, es ist mir gelungen. Ah, das ist irgendwie gegen die Richtung. So, das ist doch so eine Karre, wie es eigentlich der Michael gehabt hätte, ne?
Okay, na jedenfalls gibt sie Michael wieder. Ich habe ihn nicht um die Ecke gebracht mit meiner Aktion. Hallo, Freunde. Tschüss. Keine Ahnung, was der Typ von mir will. Ich will aber nichts von ihm. Okidoki. So, was haben wir denn jetzt missionstechnisch? Schauen wir mal. Gar nichts. Der hat schon wieder keine Mission. Oh ja, Martin Materazzo. Wo ist er? Da ist er, der Materazzo. Jetzt haben wir den wieder am Knack, den Materazzo. Eieieiei. Und sonst hat aber keiner. Schauen wir mal, was die anderen so drauf sind. Okay, dann würde ich vorschlagen, fahren wir gleich direkt weiter zum Materazzo. Was soll's, ne? Wo ist denn der jetzt? Da. Okay. Ab zum Materazzo. Das ist jetzt natürlich wieder am anderen Ende von der Stadt, eh klar. Ah, die Huperei da. Wow. Oh. Das war aber jetzt arschknapp. So. Ich bin gespannt, was jetzt beim Matrazzo geht. Sicherlich wieder irgendeine Scheiße ab mit dem Matrazzo. Der war ja schon einmal ein Griff ins Klo. Okay. Jedenfalls geht jetzt wieder missionstechnisch hoffentlich was weiter. So, da. Na gut. Oh. Und das ist so ein dichter Verkehr schon wieder. Ah, jedes Mal Rush Hour, wenn man da lang fährt. So. Ja. Spar da doch die Huperei. So da. Gucken wir mal. Zum Mike. Nein, nicht zum Materazzo, zum Martin. Das ist ja der Materazzo. Da vorne ist er schon, Gott sei Dank. Nicht ganz so öde ist die Fahrt. So da. Oh. Wo ist er denn?